Ja, hallo, mein Name ist Manfred Pirner, ich bin Professor für Religionspädagogik hier und ich habe heute als Gast Dr. Jörg Alt, er ist Jesuitenpater, aber vor allem bekannt für seinen Umwelt-, Klima- und Sozialaktivismus. Deswegen sitzen wir heute zusammen und unterhalten uns über spirituelle, theologische Aspekte von Nachhaltigkeit und auch von Bildung für nachhaltige Entwicklung. Und ich beginne mal bei einer spektakulären Aktion, die Sie gerade vor einiger Zeit gemacht haben. Sie haben sich zusammen mit Mitgliedern der Last Generation zu einer Sitzblockade getroffen und haben da den Verkehr behindert. Vorher haben Sie schon mal Container, also haben Lebensmittel gerettet bzw. gestohlen. Ja, warum macht ein Christ, ein Jesuitenpater solche verbotene Dinge? Es hat eine spirituelle Komponente und eine persönliche. Die persönliche ist in dem Fall wahrscheinlich die ausschlaggebendere, weil ich habe die letzte Generation und ihre Gründungsmitglieder während deren Hungerstreik kennengelernt in Berlin vor dem Reichstag und ich war sehr beeindruckt von dem Idealismus und der Intelligenz dieser jungen Leute und natürlich auch von der Entschlossenheit, sich für die gute Sache der künftigen Generationen und unseres Planeten und für den globalen Süden einzusetzen. Und als dann der Vorschlag gekommen ist, nach dem Hungerstreik die Aktion zivilen Ungehorsams mit Containern fortzusetzen, um damit gegen die Lebensmittelüberproduktion, Verschwendung und Vernichtung zu protestieren, habe ich zu meinen Vorgesetzten gesagt, dass ich eigentlich auch angesichts der Positionierung von Papst Franziskus zu diesem Problem keine Alternative dazu sehe, als mich auch einmal wenigstens symbolisch zu beteiligen an diesen Aktionen. Und zum Glück ist mir das erlaubt worden und das war mein Einstieg in den zivilen Ungehorsam und zivilen Widerstand. Jetzt ist politischer Aktivismus ja das eine. Das andere ist, Sie haben ja immer dieses Lieblingszitat von Ihnen, von dem Wissenschaftler Gus Späth, der sagt, es braucht auch einen kulturellen und spirituellen Wandel, wenn es um Nachhaltigkeit geht. Worin liegt der spirituelle Wandel denn für Sie? Ja, das Problem mit dem Spirituellen ist ja, dass man immer versucht hat, es vom realen Alltag abzutrennen. Aber in Wirklichkeit geht es ja darum, dass spirituelle Werte unseren Alltag durchdringen sollte. Und damit sind wir bei der Frage, was macht als Mensch Leben glücklich, zufrieden und erfüllt? Und diese Frage beantwortet sich darin, dass der Mensch eben ein komplexes Gesamt aus physischen, psychischen und spirituellen Komponenten ist. Und natürlich gehört da Liebe, Nächstenliebe, personelle Begegnungen, Solidarität, Gemeinschaft und so weiter essentiell dazu. Und man darf nicht dabei vergessen, dass das wichtigste Gebot von Jesus in der Bibel die dreifache Liebe ist. Die Liebe zu Gott, dem Nächsten und zu sich selbst. Das heißt, wer gut zu sich selbst ist, ist es auch zu dem Nächsten und ist es dann zu Gott. Also all dies gehört dazu, ein gelungenes Leben in gelungenen Beziehungen, gelingenden Beziehungen führen zu können. Das ist jetzt interessant, dass Sie primär jetzt auf die Nächstenliebe Bezug genommen haben. Die dreifache Liebe. Oder okay, die dreifache Liebe. Bewahrung der Schöpfung kam jetzt dabei nicht vor. Ist das ein zentrales, nach wie vor zentrales Thema? Oder muss man vielleicht sagen, dass diese Konzentration auf Bewahrung der Schöpfung vielleicht auch ein bisschen einseitig ist? Was braucht denn ein Mensch zum Leben? Der Mensch ist ja auch ein körperliches Wesen und dafür braucht es natürlich auch eine integere Schöpfung. Und wenn man sich selbst was Gutes tut, ist man gut zur Schöpfung. Wenn man gut zum Mitmenschen ist, sorgt man dafür, dass der Mitmenschen eine gute Umgebung leben kann. Wenn man Gottes Werk respektiert, hat man auch Respekt gegenüber seinem Werk, der Schöpfung. Also für mich ist das überhaupt nicht zu trennen, weil nochmals, der Mensch ist ein komplexes Ganzes aus physikalischen, psychischen und spirituellen Komponenten. Und das Liebesgebot kann man nur in konkreten Umständen ausleben, weil der Mensch nun mal kein Engel ist und kein Geistwesen. Nun wissen wir, dass wir, wenn wir über Nachhaltigkeit reden, ja ständig in irgendwelchen Schuldverstrickungen auch drin sind, aus denen wir nur ganz schwer rauskommen. Ist für Sie auch der Umgang mit Schuld vielleicht eine Perspektive, die das Christentum da einbringen kann? Oder auch der Umgang mit Hoffnungsfragen, Hoffnungsperspektiven? Naja, Sie gelten immer als der optimistische Christ.
Ja, aber das sind jetzt hochkomplexe Fragen. Also bleiben wir erstmal bei der Schuld. Also natürlich ist der Mensch in Schuld geboren und findet sich in Verstrickungen, die er selbst nicht zu verantworten hat. Die eine Reaktion ist natürlich zu sagen, da kann ich nichts dran ändern. Die andere Reaktion ist zu fragen, was kann ich ändern? Und dazu gehört auf der einen Seite eine geduldige Analyse der Probleme und natürlich dann eben, wenn man das Problem erkannt hat, dann eben auch die Möglichkeit, umzusetzen, die man umsetzen kann. Letzten Endes ist ja aus dieser in Schuld geborenen Verhaftung in Dinge, die man selbst nicht verantworten, dann auch etwas Entspannendes drin, weil man kann nicht alle Probleme der Welt lösen. Und richtig problematisch und deprimierend wird es wirklich erst, wenn man sich weigert, den einem selbst möglichen Beitrag dann auch zu leisten. Und das Optimistische kommt natürlich dann in dem Moment hinein, wenn ich eben weiß, in den Worten eines meiner Mitnovizen, der gesagt hat, wir brauchen die Welt nicht zu erlösen, weil Gott das für uns schon getan hat, weil das Erlösungswerk Jesu Christi am Kreuz letzten Endes ja allen Menschen zu allen Zeiten zuguten kommt und ich mich darauf verlassen kann, dass sich dieses Heilswerk, was damals am Kreuz begonnen hat, sich auch durch die Jahrhunderte weiter fortsetzt, nur eben in allen Menschen, die bereit sind, Gott ihre Hände, Füße und Herzen zur Verfügung zu stellen. Und solange ich eben sage, jawohl, auch ich bin dabei und leiste meinen Beitrag, denke ich, kann man mit gutem Gewissen morgens noch in den Spiegel gucken. Ich finde es ja sehr sympathisch, dass Sie dann immer sagen, ich darf da dabei sein bei den Fridays oder bei der Last Generation. Wie ist es denn umgekehrt? Sind die auch froh, dass Sie als religiöser Mensch ihre christlichen Perspektiven da einbringen? Sind die überhaupt offen dafür? Oder sagen die, es geht eigentlich um was Säkulares, es geht um politisches Handeln? Ich würde jetzt nochmal auf die ganz existenzielle Ebene der menschlichen Begegnungen reduzieren. Ja? Wir begegnen uns doch als Menschen und lernen uns erst in der Begegnung und mit der Zeit als die kennen, die wir auch noch sind in unseren sozialen und institutionellen Kontexten. Und ich habe sowohl im Klimacamp hier in Nürnberg gemerkt, als auch im Umgang mit den Fridays, als auch im Umgang mit den letzten Generationen, man lernt einander kennen im gemeinsamen Tun, in der gemeinsamen Sorge für einen anderen Planeten. Und indem man eben zusammenarbeitet, entdeckt man eben und wertschätzt man auch aneinander die verschiedenen Begabungen und Talente, die man hat und natürlich auch dann die in verschiedenen Möglichkeiten, die die Personen diesem gemeinsamen Anliegen beisteuern können. Und da ist natürlich der Beitrag, den ein Blockierer auf der Straße leisten kann, ein anderer als ein Mensch, der zugleich Jesuit, Priester und Angehöriger einer altehrwürdigen tausendjährigen Institution ist. Aber genau dieses gemeinsame Anliegen, was sich dann in verschiedenen Begabungen, in verschiedenen Möglichkeiten entfaltet, das ist natürlich dann auch die Freude, die wir aneinander haben. So, dass ich natürlich einer Institution angehöre, die sich in den letzten 10, 20 Jahren alles andere als intelligent drangestellt hat und wirklich auch im Moment immer noch alles tut, um ihren eigenen Ruf zu ruinieren, das macht es für mich nicht unbedingt leichter. Aber selbst die größten Kritiker der Kirche sagen, sie sind bereit, bei mir eine Ausnahme zu machen, weil sie eben, da bin ich wieder bei der Kooperation, weil ich als Person beweise, dass ich ihr existenzielles Anliegen und ihre existenzielle Sorge teile. Da sind sie dann auch bereit, in Kauf zu nehmen, dass ich einer ziemlich diskreditierten Institution angehöre. Wenn man Ihnen zuhört, dann kriegt man den Eindruck, es drängt, die Zeit drängt, sagen Sie auch immer wieder. 3 Jahre haben vielleicht noch oder vielleicht ein paar Jahre mehr, aber jedenfalls, wir müssen ganz schnell handeln. Das wirft natürlich die Frage auf, inwieweit es Sinn macht, überhaupt über Bildung in der Schule, Bildung für nachhaltige Entwicklung in 3 Jahren, in 5 Jahren, vielleicht in 10 Jahren nachzudenken. Wir bilden Lehramtsstudierende für diese Zeit aus. Vielleicht haben Sie da noch eine Perspektive, welcher Sinn kann da drin liegen, sich auch in so vielen Jahren noch mit diesem Thema BNE zu beschäftigen? Also für einen Protestant ist es eine ziemlich dämliche Frage, weil es doch Luther gewesen ist, der gesagt hätte, er würde einen Apfelbaum pflanzen, selbst wenn er wüsste, dass morgen die Welt untergeht.
Also das muss jetzt mal gesagt werden. Yeah. Und jetzt also nochmal persönlich auf mich gesehen. Eine meiner Erfahrungen in meinem Leben, für die ich sehr dankbar bin, ist die Entdeckung der Wahrheit hinter dem Satz, Gott schreibt auf krummen Linien gerade. Also es gab viele Dinge in meinem Leben, wo ich also viel Hirnschmalz zerbrochen habe, mache ich es jetzt so oder so und dann habe ich es gemacht und dann kam es anders. Und wo ich erst im Rückblick erkennen konnte, dass das, was dann anders gekommen ist und was mich vielleicht im Moment tierisch geärgert hat, letztendlich doch das Bessere gewesen ist. Und auch jetzt bei diesen ganzen Problemen, ja, die Wissenschaft sagt, es sind nur noch 3 Jahre, habe ich dann doch also die Hoffnung, dass der liebe Gott die menschliche Dummheit und Trägheit eingepreist hat und dass letzten Endes doch über das, was wir nach bestem Wissen und Vermögen versuchen, in die Debatte einzugeben, dass er damit nochmal anders arbeiten kann, als wir es uns vorstellen können und dass deswegen die Frucht, die aus diesem Tun erwächst, vielleicht doch reichhaltiger ist, als es im Moment den Anschein hat, wo eigentlich nur der Widerstand und die Ablehnung und der Hass wahrgenommen wird. Letzte Frage, vielleicht haben Sie da noch eine Idee dazu. Was würden Sie sich denn wünschen, was speziell der Religionsunterricht an der Schule zum Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung besonders stark machen sollte? Also als Jesuit muss ich natürlich jetzt antworten, dass ein Grundsatz unserer Pädagogik ist, dass wir Menschen für andere erziehen wollen. Also dass die Kinder merken, es geht ja nicht nur um mich und um mein Glück und meine Welt, ja, das ist eben neoliberale Engführung, sondern es geht immer auch um den anderen, der mitgedacht werden muss. Und wie ich eben ja schon dargelegt habe, ist für mich wichtig, dass das Liebesgebot in der Bibel dreifaltig ist und dass natürlich dann eben in dem Menschen für anderen auch eine Beziehung zu Gott herbeigeführt werden soll. Wie das gelingen kann, das ist natürlich von Generation zu Generation unterschiedlich, aber gerade jetzt auch in Zeiten wie diesen, wo klar ist, dass die junge Generation die Sünden ihrer Väter ausbaden muss, weil wir schon so viel Schaden angerichtet haben, den wir uns gar nicht vorstellen können, müssen wir natürlich auch an der inneren, äußeren Resilienz der Kinder arbeiten. Also welche Mittel können wir ihnen mitgeben, dass sie den Mut nicht verlieren, dass sie das Vertrauen nicht verlieren in eine gute Zukunft, dass sie auch das Vertrauen in ihre Talente nicht vergraben. Also das ist ja auch ein wichtiger Punkt von Jesus immer gewesen. Die Menschenfähigkeiten erhalten wir nicht für uns selbst, sondern wir erhalten sie für andere, um mit anderen aus dem, was wir erhalten haben, wieder mehr zu machen. Also all das sind Dinge, die, glaube ich, in einem Religionsunterricht mitgegeben werden können, auch und gerade, weil unser restliches Schulsystem ja voll auf dem neoliberalen Wettbewerbsparadigma beruht. Und den Kindern im Religionsunterricht klarzumachen, christliche Werte sind anders und im Zentrum christlicher Werte stehen andere Werte, ist, glaube ich, ein Same, der sich durchaus lohnt einzupflanzen. Ja, vielen Dank, lieber Herr Alt, für dieses Gespräch. Gerne.